Den Cory müsste ich langsam mal eliminieren. Die sind mir ein bisschen zu gefährlich. Und tauchen ständig in potenziellen Allianzen auf. Boah, kann ich gar nicht einnehmen. 33, ja. So, habe ich jetzt überall Beziehungen verbessert? Ich kann wieder von vorne anfangen. Anhalt! Schwierig. Lausitz, ne? Warten, wir hatten doch da vorhin noch irgendwo Brandenburg. Brandenburg ist es. Oh, da kommt schon Polen. Das sind jetzt plötzlich alle so nahe. Wir waren doch vorhin noch viel weiter weg und Brandenburg gibt es einfach nicht mehr. Es gibt kein Brandenburg mehr. Ja gut. Schwallenberg, hast du Bock? Nein. Also ich habe keine Provinz von denen. Dassel. Nein. Ja, Kovay schon zweimal nicht. So groß, so groß. Nassau, wie sieht's denn da aus? Unwahrscheinlich. Pfalz. Ah ne, Pfalz ist Kurfürst. Ach, Sulz. Sulz. Ja. Haben wir vielleicht noch irgendwas Größeres, das möchte? So drei Provinzen wären gut. Tübingen. An dem Moment, Tübingen geht nicht. Das ist natürlich richtig. Oh, wie sieht es denn mit dem Elsass aus? Scheiße, sieht es aus. Ah, Sulz. Jetzt werden hier mal Beziehungen mit Sulz verbessert. Und dann werde ich die mal. Wobei, die haben noch den Anspruch. Erstmal mit Sulz Beziehungen verbessern. Also, guck mal, das wird nicht so gut. Ich hätte heute im Lager umfallen können. Muss aber auch alle liegen. Es war heute aber auch wieder scheiße heiß. Es wird Sommer, leider. Dann dauert denn der Bau von so einem Ding. Ja. Es war heute unangenehm warm. Ich weiß vielleicht nicht, wie man Staat regiert, aber ich weiß, wie man ihn so stark vergrößert. Ach ja. Oh. Novak. Ja. Zeit, denen mal ordentliche Namen zu bringen. Ach, Finsterwald, ja geil. Also aber echt finster da hinten. Haha. Oh, komm, greif an, das sind nur 8000. Das sind ja nur 8000. Aber ich habe Durchgangsrechte durch Köln. Weil ich könnte. Kann ich die schon annektieren? Nicht so wirklich scheiße. Pfalz. Meine von Pfalz ist mir eh egal. So, wann kommen denn die nächsten? 4,7 Jahren. Ja, so lange können wir noch warten. Muss jetzt echt jedes Ding einzeln oder was, ja. Egal, es sind 4 Stück. Die Menge zählt. Glaube ich, so gar keine Entwicklung da hinten. Ein bisschen aufpassen. Ich möchte jetzt nicht, dass Böhmen irgendwie ungute Ideen kommt.
wäre natürlich schön, vorher Magdeburg das doch mal abzunehmen. Krieg. So, was machen denn die Angelsachsen? Läuft nur so mäßig geil bei denen, glaube ich. Läuft da unten überhaupt so? Barcelona? Mal umgucken, nicht, dass da plötzlich irgendwas ganz Unangenehmes kommt. Ja, Polen halt. Polen ist da halt noch, ne? Polen ist da halt. Das ist äußerst unschön. Polen ist da halt, das ist halt. Puh. Schwierig. 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 Apropos Polen, kann ich den Bamberg bald mal wieder angreifen? Ich habe wieder Zeit, Bamberg anzugreifen. Es ist immer ein guter Tag, Bamberg anzugreifen. Meine Armee hat schon wieder vergrößert. Schwierig. Vielleicht sollte ich mir doch noch einen Stack ausheben. Weil die können halt nirgendwo im Feindesland so richtig stehen. Wenn lange nicht so in einem Maxi gelesen oder ist eine zweite Taktik genießt. Ich war doch letztens erst in dem Programmierstream. Oh, gehen wir mal diese Unruhe minus 3. Minus 2. Also, jetzt soll ich einfach mal Korbe angreifen. Ich lasse mal Dänemark machen. Ich muss es halt jetzt wirklich einzeln, jedes verkackte Ding einzeln. Ne? Ach, glaubst du es? Glaubst du es? Thüringen? Ich hatte Ansprüche auf Thüringen, war die nicht schon länger weg? Mit wo ist denn Thüringen überhaupt? Ich glaube, Thüringen gibt es gar nicht mehr. Ich brauche gar keinen Berater. Polen als Bündeten anvisieren. Ist Böhmen größer als Polen? Nee. Die Irländer sind auch inzwischen Großmacht. So. Frage ich dann nur, ob wir Schwaben oder Köln dafür. Ist halt gerade scheiße. Ist halt gar scheiße. Wo ist denn Tübingen hin? Gibt's ja bald gar nicht mehr. Das gibt's ja bald gar nicht mehr, Tübingen. Ich hab noch Ansprüche auf Meißen. Ich mache Ansprüche auf. Nicht so kalt. Oh Gott, oh Gott. Ja, weil ich die Scheiße halt nicht schnell genug integriert bekomme. Daran habe ich nicht gedacht, aber.
Ich hab's ja gleich geschafft. Weil sind die zu weit weg. Hm? Also muss man die Kernprovinz angrenzen. Ach. Ich habe nur einen Anspruch in Bayern, Bamberg. Ich könnte noch ein bisschen nachhelfen. Sinftenberg. Ach, im Finsterwald braucht auch noch 3 Jahre. Hm. Oder keine Ahnung wie lang. Zu lang auf jeden Fall. Oh wow, halt, 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 halt. Eisfeld. Ach, bin ich wieder am Punkt im Maximum. Welpen? Das bauen jetzt ja gar nicht mehr. Komm. Setz Hütchen drauf. Einfach Hütte draufsetzen. Passt schon. Wir haben die Unabhängigkeit von Bayern. Ne? Geil. Genau, was ich mir gewünscht habe. Das verbündet mit Bamberg. Bayern immer noch in Italien. Ich glaube, ich greife das mal da unten an. Also Münzberg und dann nach da unten. Da unten habe ich nämlich gerade keine aggressive Expansion. Ich habe nur noch 13 Jahre um Bamberg. Dann dauert das noch bis 88. Ach komm, hier mal wieder. 6, 2, 1, 5, 3, 0. Ach komm. Dieser Herrscher, ne? Baukosten plus 10, ja geil. Geil. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, ich habe so geringe Baukosten, sollte man mal erhöhen. Wäre schon toll. Ah, er ist schon wieder Kaiser. Wir haben den Kaiser gewählt. Es ist der Kaiser. Oh Gott, ist auch noch ohne Ende entwickelt. Wenn ich dich angreife, dann greife ich dich an. Nassau geht da gar nichts. Dann Wasser und Wasserlisieren, aber. Ah ja, richtig. Ich hatte doch da eben noch. Sulz, wo ist es? Es gibt keinen Sulz mehr. Auch schön. Dann eben kein Sulz. Wollte ich eh nicht. War eh kacke. Ich kann ihn nicht annektieren. Dich möchte ich noch nicht annektieren. Den da unten möchte ich ganz und gar nicht annektieren. Ach, geil. Da ist dann einfach mal Sulz verschwunden. Was einfach weg. Kann man nichts machen. Hälfte bald rum, was? Also. Ja, 1871 dauert aber noch ein bisschen. Ne? Das sind noch 500 Jahre. Das sind noch ein paar Jahrhunderte. So, Lauf. Jetzt mal ausgebaut. Ich mir aber auch keine neuen Baumöglichkeiten. Die führen die ganz großen Kriege. Todesreserve ist noch nicht wieder voll, aber.
Ja, jetzt keine großen Gefahren, wenn ich da jetzt trotzdem angreife. 78.000 von 104, ja gut. Bis die fertig sind mit ihrem Drillen und alles. Doch noch einen Anspruch auf Nürnberg, ne? Das ist überhaupt alles meine Rivalen gerade. Staufenstedt, Bamberg. Bamberg ist immer noch Rivale. Leckt mich doch am Arsch. Ja, die kann man auch direkt angreifen. So. Ja, Drill ist auch schon wieder voll. Können wir wieder entdrillen. Entdrillen wir sie mal. Oh Gott, Gott. Ich habe so viel Geld und kann halt einfach effektiv nichts Sinnvolles bauen. Ja gut, ich könnte noch... Ach, danke. Also weniger als drei sehe ich ja nicht ein. Können wir da stehen? Ja. Ihr könnt da stehen, wenn die... Ja, wobei, selbst wenn die da drauf bleiben, müsste die da stehen können. So. Kannst du da stehen? Nee. Auch nicht. Dann bleibst du mal, wo du bist. Nieder. Kann auch keiner stehen. Ja, leck mich doch. Hallo Münzberg. Oh, Fleckenstein macht gar nicht mit. Fleckenstein. Leck mich doch. Fleckenstein ist genau der Einzige, der mitmachen muss. Ach komm. Super, genau der eine, der mitmachen müsste, macht nicht mit. Gut. Hören wir noch ein bisschen die Kuchen oder so. Fick dich doch. Ach, leck mich doch. Ich weiß nicht, warum es 50 Jahre länger geht. Frag den Entwickler der Mod. Vielleicht hat er sich gedacht, ey, Gründung des Deutschen Kaiserreichs ist doch ein tolles Ende. Jetzt habe ich auch keine Kriegsgründe mehr gegen Meißen. Wie immer mein. Na, die haben natürlich alle noch Bock mitzumachen. Ah, jetzt macht er wieder mit. Drillen wir noch bis zum Monatsende. Verliere überall meine Ansprüche inzwischen. Ja, das war nicht gut. Ist auch nicht so geil. Soll ich eine neue machen gleich. Überall und bei jedem. Nee, nimmst erstmal das da ein. Schon irgendwie eingenommen? Nee. Du gehst mal auf Nassau. Und dann schließt man nach Braunschweig. Haben wir viele Truppen? Na, geht so. Wir können noch Köln reinrufen. Weil wäre es nicht ein bisschen übertrieben dann? Naja. Wie habe ich denn gefallen bei den 40 erst? Bei Schwaben habe ich halt 72. Warum ist Bamberg jetzt im Krieg?